Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Heute wollen wir ein bisschen Futter besorgen für unsere Tiere. Dazu holt Tim jetzt die Motorsense und mäht ein bisschen Grünes ab. Genau, weil es die letzten Tage jetzt so ein bisschen geregnet hat und jetzt der ein oder andere Grashalm doch ein bisschen länger gewachsen ist und vor allem an Waldrändern und an Wegesrändern wollen wir das halt nicht verschwenden lassen und nehmen jetzt einfach die Motorsense, wie Amy schon gesagt hat, und dann mähen wir das ein bisschen ab und nutzen das gleich für unsere Tiere, weil das schönes, frisches Grünfutter ist. Ja, genau. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen was abgemäht und alles ein bisschen auf Berge gehakt. Und jetzt werden wir das schön nehmen, auf unsere Hängerplatte schmeißen und dann geht es noch schnell ab zu den Kühen und da schmeißen wir doch rein und ein bisschen kriegen die Jense noch was und vielleicht die Schweine, je nachdem wie es reicht. Und das machen wir jetzt. Jetzt fertig mit grünes Mähen. Wir sind jetzt auch wieder zurück im Stall und unsere Tiere bedienen sich hier schon. Ja, und dann werden wir das jetzt ein bisschen im Stall verteilen. Und morgen früh kriegen dann unsere Schweine auch noch ein bisschen grünes und dann sind alle bedient und dann wird morgen Abend wieder gemäht. Und das wird jetzt so lange gemacht, bis halt kein Gras mehr da ist. Aber ich denke mal, da finden sie noch Beugen. Und wie das ein bisschen größer aussieht, das seht ihr jetzt. Genau. Nun wird nicht mehr mit der Motorsense gemäht, sondern mit dem Trecker und zwei Mähwerken, einem Front- und einem Seitenmähwerk. Da wir das frische Grünfutter nicht gleich alles verwerten können, muss dieses nun konserviert werden. Und das erklären wir euch in mehreren Schritten. Zunächst warten wir die Wetterlage ab und ist gutes Wetter in Aussicht, geht's raus auf die Wiese. Da wir uns die Natur immer noch mit anderen Lebewesen teilen, ist beim Mähen Vorsicht geboten, denn Gitze und Bodenbrüter werden im hohen Gras leicht übersehen. Daher ist einige Tage zuvor unser ansässiger Jäger Frank mit seiner Hündin Mila und einer Wärmebildkamera durch den Bestand gegangen und hat den Bereich verwittert. Somit weiß eine Ricke, dass dieser Bereich nicht mehr sicher ist und diese sollte dann in der kommenden Nacht ihre Gitze aus dem gefährdeten Bereich holen.
Nach der Mahd muss das gemähte Futter angetrocknet werden und darum wird mit dem Wender das gemähte Gut gedreht und auseinandergeworfen. Mit eigenen Worten, auseinandergeschlenkert. Wenn das Futter den gewünschten Trockenheitsgrad erreicht hat, wird dieser zum Pressen vorbereitet und das geschieht mit dem Schwader oder Banker. Mit unserem Mittelschwader wird das Futter in die Mitte der Maschine zusammengekehrt und die Presse kann die fertigen Schwade perfekt aufnehmen. Mit unserer Glaspresse wird nun das Futter in Form eines Schwades aufgenommen. Der vordere Teil der Presse nennt man Pickup und diese zieht das Futter ins Innere der Rundballenpresse. Das Futter wird so lange gerollt, bis ein fertiger Ballen entsteht. Dafür wird dann angehalten und der Ballen verlässt die Presse. Währenddessen werden die fertigen Ballen mit der Ballenzange von der Wiese eingesammelt.
Nun werden unsere Ballen in Silierfolie eingewickelt. Unser Futter trägt nun den Namen Anwelksilage. Da dieses nicht so trocken ist wie Heu, wird es, wie schon erwähnt, mit Silierfolie luftdicht abgeschlossen und es wird somit für mehrere Monate bzw. Jahre haltbar gemacht. Und es hat mehr Energie als unser herkömmliches Heu. So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen da oder drückt abonnieren. Und ansonsten guckt doch ein bisschen weiter auf unserem Kanal rum. Da haben wir noch schon die ein oder anderen neuen Videos. Und bis dahin. Tschüssi. Macht's gut. Ich muss mal gucken, ob das halt noch richtig schön ist.